Seid gegrüßt und willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von The Bus Simulator. Wir fahren hier heute mit dem Bus mit der Nummer 300. Die erste Route. Und zwar fahren wir mit dem Bus mit dem MP E-City Bus 18 Meter 4D. Also ist praktisch ein elektrischer Bus. Und wir fahren in Richtung Philharmonie Süd nach S- und U-Bahnhof Warschauer Straße. Ja, und da würde ich sagen, werden wir erstmal hier den Bus checken. Okay, Zündung starten. Okay, dann werde ich mal hier im Tablet jetzt hier alles einstellen. So, 4617. Die Linie 300 und 03. So, perfekt. Dann habe ich hier nämlich alt auf mein Tablet. Seht ihr dann alle genau. Und ja, wie gesagt, das Spiel befindet sich noch in der Early Access. Falls es ab und zu mal ein paar Ruckler gibt, nicht wundern, wie gesagt, das Spiel ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Okay, Motor starten. Armblendlicht, ja, können wir mal anmachen. Klimaanlage. Ja, Bremspedal durchdrücken. Ja, und somit sind wir dann auch erstmal startklar. Wir fahren hier natürlich mit dem Lenkrad hier. Okay, ja, dann würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß. So, das funktioniert schon mal alles, sehr schön. Ja, dann mal hereinspaziert. Hallo. Okay. Keiner will eine Fahrkarte kaufen. Hi. Mahlzeit. So, das waren alle. Legen wir los. Und Abfahrt. So, wie gesagt, der elektrische Bus, der hat nämlich ordentlich Zunder, ne? Weil er nämlich keine Kupplung hat und den ganzen Kram. Dann zieht er schon ordentlich nach vorne. Also das Spiel befindet sich jetzt über 3 Jahre jetzt in Early Access. Ja, ich denke mal, ich würde mich mal freuen, wenn das Spiel endlich mal in der finalen Version rauskommt. Weil diese extremen Performance-Probleme sind schon extrem heftig, egal welche Einstellung man hat. Und ich sag mal so, wenn man schon eine fette Grafikkarte drin hat, so wie Ecker, 4090, die über 2.500 Euro kostet, und dass man das Spiel dann hier nicht einwandfrei spielen kann, wegen irgendwelchen Performance-Problemen. Ja, das ist dann schon eher schlecht, sag ich mal. Und, Nächste Haltestelle, Berlin-Freistraße, Potsdamer Platz. Und ich muss auch sagen, es wird wirklich mal höchste Zeit. Ah, wir sind ein bisschen zu schnell. Und natürlich rot, man kennt ihn. Weil die Flames-Einbrüche sind manchmal so extrem, dass ich das jetzt halt erstmal alle anders eingestellt habe. Ja, manchmal geht es runter, also man spielt mit 60 Flames, dann geht es mal runter auf 29 und. Also ist schon sehr extrem, sag ich mal. So, dann mal hereinspaziert. So, glaub aussteigen wollte keiner, sonst hätte es Plong gemacht. Darauf muss man nämlich auch ganz schön achten.
Ja, und es wird, wie gesagt, wirklich mal Zeit, dass das Spiel endlich mal in der finalen Version rauskommt. Dass man hier mal wirklich mal mit einer ordentlichen Performance auch mal spielen kann. Dann will ich auch ein paar mehr Videos machen, aber ich kann halt keine Videos machen, wenn halt die Performance des Spiels einfach so mega schlecht ist, dass man einfach kein Video machen kann, leider. Zu den S-Bahn-Linien S1, S2, S25 und S26 sowie zur U-Bahn-Linie U2. Oh, hier ist die Hütte aber richtig voll. Hi, ich benötige ein Ticket. So, was will er denn haben? Hi. Einzelfahrschein BC. Hi. Also BC, zack. Ticket kommt. Und Abfahrt. Sind im grünen Bereich, 8.05 Uhr. Das passt. Ja, und rot. Und in dem Spiel gibt es so viele Knöpfe, die du hier drücken kannst, das ist schon Wahnsinn. So viele Knöpfe hat man Lenkrad ja nicht, was man hier halt alles so einstellen kann. Ey, es ist rot, verdammte Scheiße. Mann, ey. Wie im wirklichen Leben, ey. Wird einfach mal über rot. Leipziger Straße, Wilhelmstraße. Wird einfach mal über rot gerannt. Mensch. So, okay. Da ist natürlich keiner. Und Abfahrt. So, dann ziehen wir mal gleich links rüber, weil wir müssen eh links rüber. Ja, und natürlich mal wieder richtig Fettstau. Und ich zeige euch mal den Bus von außen und der ist schon wirklich sehr extrem lang. Also 18 Meter, damit manchmal um die Kurve fahren, ja, ist manchmal sehr tricky. So, die nächste Straße wäre die Mohrenstraße. Kommt Leute, ist grün. So muss es sein. Nächste Haltestelle. Mohrenstraße. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U2. Also ihr habt ja hier auch verschiedene Wettereffekte, so Tag- und Nachtzyklus, aber das passt von der Performance her einfach überhaupt noch nicht. Schade eigentlich, wie gesagt. So, dann mal hereinspaziert. Hallo. Moin. Ein Ticket bitte. Morgen. 24 Stunden. So, dann muss ich erstmal auf ein Tablet hier gucken. Ja, nicht stornieren. So, einmal BC und Kleingruppe. Mit dem Handy, okay. Quittung mit Karte. €32 in meine Tasche. Hi. Einen Fahrschein bitte. Einmal AB, macht das Handy aus da hinten und einmal mit Karte. Moin, einen Fahrschein bitte. So, ABC, die Willkommenkarte.
Und natürlich auch mit Karte. Okay, Abfahrt. So vom Spiel her ist das natürlich ein Top-Spiel, sag mal, aber wie gesagt, das muss eindeutig besser werden. Und das Spiel habe ich ja auch schon eine Weile. Also ich habe ja bis jetzt erst 3 Folgen gemacht und das ist jetzt hier gerade mal meine 4. Folge. Weil es einfach noch nicht mit der Performance hinhaut. Ja. Hoffen wir mal, dass da bald mal was passiert, sag ich mal. Und so läuft der ganz gut, sag ich mal, von der Performance her jetzt. Aber wie gesagt, das ist auch immer sehr unterschiedlich. Mal läuft es, dann läuft es mal wieder nicht. Ja, wie gesagt, das ist alles sehr unterschiedlich. Die KI fährt hier auch manchmal, wie sie will. Manchmal hast du Vorfahrt, dann wird ja die Vorfahrt einfach genommen. Ja, das haut alles auch noch nicht so hin. Ja. Schauen wir mal. Morgen. Mahlzeit. So, von der Zeit her passt es. 8.10 Uhr, alles noch in den grünen Bereich. Ja, was mein Ziel ist, so, dass wir alle Buslinien alle mal durchfahren. Alle Routen und so gut wie möglich halt auch alle Busse mal zu testen. Aber da müssen wir, wie gesagt, da müssen wir mal schauen. Weil pro Linie gibt es manchmal eine Route, dann gibt es 2 Routen bis hin zu 3 Routen. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir das am besten machen. So, die haben natürlich grün. Muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man die nicht umkachelt. Das kann nämlich bei einem Bus, der 18 Meter lang ist, ja, da kann es schon mal ganz schnell gehen. Haltestelle unter den Linden, Friedrichstraße. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahnlinien U5 und U6. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wir hier auch die Passagiere, also besser gesagt die Passanten und der Verkehr auf 50% alles eingestellt ist. Das heißt, wenn ich 100% einstelle, ist hier richtig Action Jackson. Aber dann klappt es auch wieder mit der Performance nicht. Es hängt immer, wie gesagt, immer ist es die Performance, die dann auf Deutsch Macke spielt. Weil das nicht hinhaut. Man kann es leider nicht so oft sagen. Und ich denke mal, ich werde auch nicht der Einzige sein, der extreme Probleme hat. Gut, es kann natürlich auch sein, dass manche Leute auch keine Probleme haben, aber das wird nur ein Bruchteil sein. Ja, man sieht das auch ganz oft in im Steam Forum oder in dieser Community Seite da. Ja, und da liest man halt auch ganz oft jede zweite Seite Performance, Performance und ja, und ist wirklich Tatsache. Ne? Die müssten dort mal schleunigst was ändern. Hallo. So, von der Zeit her ist es eigentlich auch ganz okay. Morgen. Mahlzeit. Ich hätte gern einen Fahrschein. Bitte mit Quittung. Mit Quittung, na klar. Einmal BC. Einzelfahrschein. Mit Quittung und ihr zahlt bar.
5 Euro. Und dann gibt es natürlich 1 Euro zurück. Und der Bus-Simulator ist ja wirklich nicht schlecht, sag ich mal, weil fast 1:1 Berlin ist und man kennt ja hier wirklich schon jede Ecke, aber es macht einfach Spaß, hier halt mit dem Bus zu fahren halt, ne? Also es gibt, wie gesagt, viele Faktoren, die noch extrem umgeändert werden müssen. Das ist eben mal, wie gesagt, die KI. Dass dort zum Beispiel manchmal auch die Vorfahrt genommen wird. Passagiere laufen über Rot. Ja. So, möchte der Herr einsteigen? Nee, fummelt lieber an sein Handy rum. So, wir haben natürlich auch hier originale Fahrpreise, ne? Selbstverständlich. Nächste Haltestelle, Museumsinsel. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U5. Das Handy klingelt. Oh, ist dort ein Stau auf der linken Seite. Zum Glück haben wir hier die Busspur, ey. Einen Fahrschein bitte. So, einmal ABC. Einzelfahrschein. Und der Herr zahlt im Bar. Also, mach mal die Hütte zu und weiter geht's. Sind doch perfekt in der Zeit, sag mal. Wenn halt nicht so die Ampeln ein bisschen Stress machen würden. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U5. So, ich müsste mich mal hier einfädeln. Weil hier bin ich nur auf der Geradeausspur. Das ist ein bisschen schlecht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal selber in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so extreme Performance-Probleme habt. Aber wo man sagen muss, sind es extreme Performance-Probleme? Oder kann man es aushalten? Ja, wie gesagt, das ist ja wirklich bei jedem unterschiedlich, aber das würde mich mal auf jeden Fall brennend interessieren. Oh, was mir auch aufgefallen ist, egal wie du die Grafikeinstellung hast, die Frames ändern sich dadurch überhaupt nicht. Ob ich jetzt nun auf niedrig spiele oder auf episch. Guten Morgen. Hi. Einen Fahrschein bitte. Es gibt keinen Unterschied. So, ABC. Ein Einzelfahrschein und mit Karte. Können Sie mir bitte eine Quittung geben? Oh, fällt dir aber spät ein, oder? Dann muss ich jetzt stornieren. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der da einen Beleg haben möchte.
So, Einzelfahrschein mit Karte und Beleg. Beleg. Ah, wie kann ich ihm jetzt einen Beleg ausdrucken? Ja, einen Beleg kann ich ihm nicht ausdrucken, das geht irgendwie nicht. Einen Moment, da muss ich erst mal gucken. So, das war nämlich versteckt. Gut, ihr seht es jetzt nicht, aber ich kann euch das wahrscheinlich mal hier im Spiel zeigen. Also ihr habt ja hier das normale Terminal, ne? Ich zeige euch das einfach mal. Ich mache das nämlich hier auf mein Tablet. Dann habt ihr da unten praktisch F. Ja, und dann könnt ihr halt da stornieren, Gutschrift, Warenkorb und Quittung drucken. Dann habt ihr hier auch eine Schicht. Schichtende, Fahrerwechsel, Handhabung und wie gesagt hier auch die ganzen Einstellungen. Dann habt ihr hier auch die Lautstärke der Haltestellenansagen. Ja, die kann man eigentlich dann auch einstellen, sagt man. Aber bei mir ist jetzt hier irgendwie grau. Ja, warum auch immer. Aber so funktioniert das dann. Ich hab hier mit Nachtsicht habe ich hier noch. Na, also ist auf jeden Fall schon ist eine feine Sache. Dann habt ihr das mal gesehen. Ah ne, das schaffe ich nicht mehr. Shit. Das mit der Quittung habe ich echt nicht gesehen, ey. Mal den Blinker ausmachen. Ach ja, und falls die Sonne zum Beispiel blendet, ja, das ist natürlich mal absolute Fehlanzeige gerade. Sollte eigentlich nicht passieren. Ja, manchmal sind es hier manchmal so ein paar Tücken. Ja, der Bus ab und zu mal ein paar Zuckung. Aber ich kann mir euch gut vorstellen, ich werde euch jetzt mal an der Haltestelle mal demonstrieren. Weil das hier nämlich für die Rollstuhlfahrer, das was wir eigentlich auf der Straße ausgefahren haben, warum auch immer, ich habe eigentlich nichts gedrückt. Trotzdem hat da was ausgefahren. Aber das ist nämlich für Rollstuhlfahrer, dass sie halt auch rennen können. Aber bis jetzt sind mir hier halt noch keine Rollstuhlfahrer aufgefallen. Ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt mit einem Update. Und dass sie auch endlich mal auch die Straßenbahn einführen. Weil normalerweise hast du auch Sonnenrelo vorne beim Fahrer, dann kannst du nämlich so runter machen, dass die Sonne halt nicht so blendet. Und links kannst du natürlich auch das Fenster aufmachen, aber das lassen wir zu, weil das ist einfach zu laut. So. Gibt es hier auch mal einen grünen? Dankeschön.
Die Ampeln sind hier wirklich unter Kanone. So, steig ein. So, da zeige ich euch das nochmal. Ja, nehmt ihr mich schön die Tür auf, dann kann der Rollstuhlfahrer rinfahren. Und wenn er aussteigen will, halt auch genauso. Und dann machen wir die Schotten einfach wieder dicht. Ist schon eine sehr feine Sache. So, wir sind im grünen Bereich. Ach, wir sind 3 Minuten im grünen Bereich. Weil minus 3 müsste eigentlich immer, dass wir 3 Minuten früher da sind. Ah, Alexa. Und hereinspaziert. Hallo? Morgen. Morgen. Kann ich bitte ein Ticket haben? Du kannst ein Ticket haben, natürlich. Du kannst auch schwarz fahren, wenn du Bock hast, aber würde dir nicht empfehlen. So, und du zahlst mit Karte, ne? Sauber. Wenn nicht, müssen wir dann immer bei einer Tageszeit bleiben, wo wir hier fahren können. Oleg muss es halt vorher testen, ob wir dann auch halt auch mal in der Nacht fahren können oder mal beim Schnee. Ja, da muss ich vorher erstmal studieren halt, ne? Weil bis jetzt ist es eigentlich ganz okay. Nächste Haltestelle, Alexanderplatz, Bohnerstraße. So, müssen ab und zu mal hier auch auf die Passanten achten. Oh. Manchmal gar nicht so einfach. So, möchte der Herr einsteigen? Ja, morgen. Natürlich keine Fahrkarte holen. Warum auch? So, da kommt nämlich auch gleich die Janowitzbrücke. Nächste Haltestelle, Alexanderstraße. Er hat's Pling gemacht. Darauf muss man nämlich auch immer achten. Weil manchmal drückt keiner und trotzdem steigen sie aus. Auch schon ganz oft erlebt, ey. So, alle einsteigen. So, wie sieht es mit der Zeit aus? Moin. Sieht ganz gut aus. 2 Minuten haben wir im Minus. So, jetzt kommt nämlich die Janowitzbrücke. Weil da kann ich mich auf mein Tablet wunderbar erkennen. Nächste Haltestelle Janowitzbrücke. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 sowie zur U-Bahn-Linie U8. Mach doch mal das Handy aus! Ist ja schlimm im Bus, ey. Hallo? Falls ihr euch wundert, warum viele Leute kein Ticket holen,
man kann es einstellen. Also wir haben das hier auf 10% und wenn wir das hier auf 100% machen, dann kommen wir gar nicht mehr hinterher, weil dann holt jeder ein Ticket, jeder zweite und das wäre dann einfach dann so auch zu heftig. So, hier nochmal die Außenansicht. Also, schöner elektrischer Bus. Und der hat wirklich gut Zunder. So, wir müssen hier wirklich immer ein bisschen drauf achten. So, jetzt sind wir wieder schön in den grünen Bereich. 8 Uhr 28. Hier rechts Pitstop. Aral. BVG-Häuschen da oben. So, ich muss mal kurz was gucken. Verzeihung. Ich habe nämlich hier eingestellt mit den Rollos. Da muss ich erstmal gucken, wo das hier ist. Ah ja, hier. Ach stimmt, ich habe das ja auch schon. Ja. Ich hatte nämlich schon eingestellt, das wusste ich. Guten Morgen. Kann ich bitte ein Ticket haben? So, du möchtest ABC und du zahlst mit Bar. €5, kriegst du 1 Euro zurück. Ne, 60 Cent. Moin. Wups, Tablet umgekippt. Radio brauchen wir nicht. Ja, ich musste kurz auf stumm schalten, weil hier wieder einer bohrt im Haus wie ein Irrer. Sonst hat man das hier die ganze Zeit auf dem Mikrofon. Ah komm, das schaffe ich noch. Ja, wie gesagt, wo sind wir stehen geblieben? Wie gesagt, wir haben hier das Rollo. Ne, das können wir dann schön steuern. Ne, falls die Sonne doch mal ein bisschen reinknallt. So wie jetzt. So. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Ach, 3 Minuten drüber. Im Minus.
Weil so ist das Wetter. Also der Tageszyklus ist nicht schlecht, sag ich mal. Ne, mit der Sonne und so. Na, das macht schon gut Laune. Aber nicht wundern, falls mal nichts von mir kommt, dann weil das Mikrofon auf off ist, wegen der Bohrmaschine hier im Haus. Da machst du nach langer Zeit mal wieder ein Video. Hi, und dann, ich brauche einen Fahrschein. Guten Morgen. Und dann wird eiskalt gebohrt. So, BC Einzel. Guten Morgen. Ich brauche einen Fahrschein. Du brauchst einen Fahrschein. So, du hast Bar bezahlt. ABC und 24 Stunden. Ich mach mal mit Quittung. So, Kleingruppe. So. So, Kamera richtet sich automatisch aus. Ah, hier überall Polizei. Nächste Haltestelle, Ohrensburger Platz. Weil die haben mich gestern auch, wo ich gefahren bin, hier im Bus. Die haben mich eiskalt geblitzt gestern. Na gut, ich war ein bisschen mit 10 km/h. Ein bisschen drüber, weil ich über der gelben Ampel noch wollte. Ja, und dann haben sie mich doch noch geblitzdingst. Eigentlich hätte ich auch stehen bleiben können, aber ich wollte einfach schnell rüber. Natürlich kann man hier auch noch Radio anmachen, aber wie gesagt, ihr kennt das Spielchen. YouTube, Copyright, lässt er manchmal sehr gerne grüßen. Ja, und dann sperren sie eiskalt mein Video. So, Rummelsburger Platz. So, hier mal ein bisschen höher machen, sonst sehe ich hier die Ampel überhaupt nicht. Hier rechts, Hallo. Berliner Mauer. Guten Morgen. Ja, sind viele ausgestiegen und viele eingestiegen. Die ganzen E-Scooter, die da eben standen. So muss es sein. Nächste Haltestelle, East Side Gallery. Pling hat es wieder gemacht. Oh, das war haarscharf. Das war sehr knapp. Oh, holy shit, ey. Ich glaube, da hätte nicht mal mehr eine Briefmarke durchgepasst.
So, und da bräuchte die Vordertür hier nicht aufmachen, ne? Sondern nur die hinteren Abteilung. Aber ich stelle mir das schon cool vor, wenn später mal die Straßenbahn fährt, die Rollstuhlfahrer kommen, dann wird es richtig interessant. Nächste Haltestelle ist Tamara Danz-Straße. Ja, komm, 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 das schaffen wir locker. So. Naja, sind wir ja gleich da. Moin. Mahlzeit. Guten Morgen. Haben wir ja gleich unser Ziel erreicht. Sind immer noch bei minus 3 Minuten. Das sieht nämlich ganz perfekt aus. Ja, wie gesagt. Bus-Simulator, wie gesagt, dient halt wirklich nur zur puren Unterhaltung. Na. So, möchte ich ihn nur über den Zebrastreifen? Ne. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen. Warschauer Straße. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9, zu den U-Bahn-Linien U1 und U3 sowie zur Straßenbahnlinie M10. Fahrtende bitte aussteigen. Fand ich eigentlich sehr interessant, die Aussprache zur Straßenbahn. Wäre schön, wenn ihr mal eine fahren würde. Ne, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn das wirklich mal hier extrem vorangeht. Ach, so. So, alle ausgestiegen. Ja, sieht so aus. Okay, dann werden wir nochmal die kleine Schleife hier fahren. Ja, wird ein bisschen schwierig bei 18 Meter. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Ja, aber auch gerade so. So, wir haben natürlich Vorfahrt. Natürlich kann man jetzt auch aussteigen aus dem Bus, ne, und sich den Bus nochmal genauer angucken. Na, da müsste ich sowieso nochmal gucken, wie das genau funktioniert. Das ist eh eine bestimmte Taste. Ist das? Haltestelle Tamara Danz-Straße. Und dann kann man, wie gesagt, durch den Bus laufen, den Müll einsammeln. Ja, es liegt auf jeden Fall Müll rum, hatte ich ja schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gezeigt. Das ist eh eine bestimmte Taste, die man drücken muss. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen zu schnell. Ja. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, und wir starten dann nochmal mit dem gleichen Bus, aber wir fahren dann nämlich dann die Route 2. Ja, dann bedanke ich mich schon mal für's Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall uns in der nächsten Folge wieder. Also haut rein und bis dann.